Kulturkampf vor dem berühmten Höhlenkloster in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Unterstützer und Gegner des Metropoliten Pavlo haben sich hier zu Kundgebungen versammelt. Der Klostervorsteher gehört der ukrainisch-orthodoxen Kirche an, die sich nach der russischen Invasion von der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau abgespalten hat. Dennoch werfen ihm die ukrainischen Behörden zu große Nähe zu Russland und Aufstachelung zum religiösen Hass vor. Wegen der Vorwürfe wurde Pavlo nun für 60 Tage unter Hausarrest gestellt, was mit einer elektronischen Überwachungsvorrichtung kontrolliert werden soll. Er weist jede Schuld von sich. Es ist traurig, dass die Ankläger das getan haben. Gott wird sie richten. Inzwischen haben die Behörden das Höhlenkloster durchsucht. Die Nachricht hat Gegner und Unterstützer des Metropoliten aufgebracht. Gerade lügen viele Leute, sie verleumden uns, sie betrügen. Wir sind hierher gekommen, um unsere Unterstützung zu zeigen. Uns wird ja vorgeworfen, dass wir Agenten des Kremls sind, dass wir Moskau unterstützen, dass wir Geld nach Russland schicken und ähnliches. Das sind viele Lügen. Andere machen aus ihrem Hass für den Metropoliten keinen Hehl. Ich finde, es sollte hier keine Kollaborateure geben. Wenn jemand Russland mag, dann soll er doch dorthin gehen und dort beten. Dann gibt es auch keine Probleme. Der Hausarrest ist eine Art präventive Strafmaßnahme.